bei Lebensmitteln am liebsten auf einen Wochen- oder einen Bauernmarkt, wenn es die Zeit ermöglicht. Ansonsten schon öfters mal eine Bestellung im Netz. Aber mittlerweile gibt es ja auch viele kleine Unternehmen, bei denen man auch diese Möglichkeit nutzen kann, um sie zu unterstützen. Das ist egal. Hauptsache, ich höre Roland Kaiser. Tofu ist lecker, besonders wenn er mariniert ist. Aber ich muss ehrlich sein, bei einem schönen Grillabend greife ich dann doch eher zum Steak. Beim Auto immer noch kein E-Auto. Das hat was damit zu tun, dass die Angebote immer noch nicht zu dem Bedürfnis passen, das heißt zu der Reichweite passen. Im Urlaub dann gerne das E-Bike. Um Verbraucherinnen und Verbraucher besser zu schützen vor Kostenfallen, wollen wir das Verbraucherrecht fortentwickeln. Das ist ganz wichtig. Und ein erster Schritt betrifft die Inkassogebühren. Dass eine Rechnung unbezahlt liegen bleibt, das kann passieren. Aber so ein Versehen darf da nicht gleich zur Kostenfalle werden. Deshalb werden wir überhöhte Inkassogebühren einen Riegel vorschieben und außerdem werden wir sicherstellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft besser informiert werden, welche Kosten auf sie zukommen können, wenn sie eine Rechnung nicht fristgemäß bezahlen. Und auch die behördliche Aufsicht über Inkassodienstleister werden wir stärken. Ein anderes wichtiges Vorhaben betrifft die Laufzeit von Verbraucherverträgen. Wer heute einen Mobilfunkvertrag abschließen will oder beispielsweise einen Vertrag im Fitnessstudio, der hat oft keine andere Wahl, als sich mit einem sehr langen Vertrag zu binden. Und wenn man den dann nicht rechtzeitig kündigt, dann verlängert sich das Vertragsverhältnis um ein weiteres Jahr. Und das kann zu einer großen Kostenfalle werden. Die Corona-Krise ist eine Herausforderung für uns alle, aber auch für die Verbraucherpolitik. Die Pandemie betrifft uns alle, aber eben nicht in gleichem Maße. Und deswegen muss die Politik ja auch passgenau darauf reagieren. Wir haben ein milliardenschweres Hilfspaket auf den Weg gebracht mit erweitertem Kurzarbeitergeld und vielen weiteren finanziellen Hilfen. Und wir haben mehrere Gesetze verabschiedet, die speziell die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher in den Blick nehmen. Dazu gehört beispielsweise das in unserem Haus, in meinem Haus erarbeitete Kündigungsmoratorium. Das vorsieht, dass dann, wenn Mieterinnen und Mieter ihre Miete nicht bezahlen können, weil sie Corona-bedingt Einnahmeausfälle haben, dass ihnen dann nicht auch noch gekündigt werden kann. Außerdem haben wir eine Verkürzung der Restschuldbefreiung für Verbraucherinnen und Verbraucher auf den Weg gebracht. Natürlich schauen wir uns gründlich an, wo infolge der Pandemie weiter verbraucherpolitischer Handlungsbedarf besteht. Denn es ist klar, es dürfen am Ende nicht die schwachen Schultern sein, die die größten Lasten der Pandemie tragen.